Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bus-Simulator 2016. Ja, schön, dass du wieder dabei bist, freut mich. Und letzte Folge haben wir versucht, auf diese Strecke einen zweiten Fahrer draufzusetzen, ohne dass wir die entsprechende Anzahl Busse haben. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Und ob dann die Strecken das abwerfen, weil würde ich einfach weitere Leute einstellen. Dann braucht man vielleicht nur einen Bus pro Strecke, obwohl das vollkommen keinen Sinn gibt. Finden wir raus. So, derweil fahren wir diese Strecke nochmal. Es gilt den Rekord von 5800 zu knacken, hier auf dieser Kurzstrecke, wenn ich das so nennen darf. Und auch hier wundert mich natürlich, warum kriegen wir hier so viel? Und bei anderen wirklich langen Strecken, die auch durch die Nobelviertel gehen und so, dann entsprechend wenig. Hallo, können Sie mir eine Fahrkarte verkaufen? So ganz habe ich das System nicht durchschaut. Vielleicht hängt es ja auch mit den verkauften Fahrkarten wirklich zusammen. Vielen Dank. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Dann müssten wir jetzt für diese Fahrt zum Beispiel, so wie sie jetzt anfängt, offenbar mehr bekommen. Warum auch immer. Vielen Dank. Sehr gerne. Mehr bekommen, wollte ich sagen. So. Wenn wir Glück haben. Also waren hier schon mal drei Fahrkarten, oder? Nächster Halt, Baccarastraße. Baccara. Nur, dass ich einmal gesagt habe. Da haben wir aber Pech gehabt. Genau jetzt muss rot werden. Was ist denn los hier? Junge Dame hier nur am Handy am Spielen, war ja klar. Ansonsten alle friedlich, gut. Mal gucken, dass meine Schweinchen hier sich benehmen. Ja, hätten wir keine Ampeln hier, dann wäre ich auch pünktlich. Komm, mach hin hier. Trommel mit den Fingern auf dem Lenkrad rum. Ich weiß, für Lenkrad hast du das G27 habe ich. Link ist in der Beschreibung und ich kann es nur wärmstens empfehlen. Natürlich auch gegenüber anderen Produkten auf dem Markt. Und nein, ich bekomme kein Geld dafür. Es sei denn, ihr kauft es über meinen Link in meiner Beschreibung. Ihr könnt natürlich auch sämtliche anderen Sachen. Also, es werde ich häufiger wirklich gefragt, deswegen sage ich es einfach mal. Den Link zum Kaufen in meiner Beschreibung, den Amazon-Link, ja. Den könnt ihr auch für euren nächsten Backofenreiniger nehmen. Das ist kein Problem. Auch Tag. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Muss also kein Spiel sein, sondern immer, wenn ihr irgendwas bei Amazon kauft, könnt ihr den Link benutzen. Ist überhaupt kein Problem. Und da kriege ich... Euch kostet das keinen Cent mehr und für mich ist es eine kleine Unterstützung. Hallo, ich brauche eine Einzelfahrkarte. Vielen ich Dank gehe dafür. Zur Schule. Das, ja. Drucken habe ich wieder vergessen. Danke, einen schönen Tag. Jawohl, so sieht sie nämlich aus. Also egal, was ihr da kauft. Und es ist auch schon mal lustig zu sehen, was Leute da bestellen. Da fällt nochmal der richtige Hinweis. Ich kann natürlich nicht sehen, wer was bestellt, ne? Also es geht nicht. Ich sehe jetzt nicht... Ey! Das ist der Typ von eben. Das ist ja schon wieder dieser Typ, Das ist ja wohl eine Frechheit hier. Wenn ich so fahren würde. Ich sehe natürlich nicht, was ihr da bestellt, aber es gibt halt Tage, da wird kaum was bestellt und da kann man Bestellungen auch einer Person zuordnen. Ja, genau, es wird gleich lustig, pass auf. Und diese Strecke müssen wir eh nochmal zu fahren hier, weil wir die ganzen roten Ampeln hier. Jetzt fahr doch! Mann! Ich sag mal so, da gab es eine Bestellung, die war offenbar von einer Person ausgelöst, von einer. Bestehend aus... Also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber es... Ich habe erst das erste Teil gelesen und dachte mir, okay... Gamer halt, ne? Was die so alles, Ein bisschen spät. Was die so alles so bestellen. Oh, hallo. Eine Fahrkarte. Dann ging das halt nach unten immer weiter mit,
Spezialseife, nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Medizinische, sterile Handschuhe. Vielen Dank. Einzelfahrt für Senioren. Und so weiter, ja. Und das waren irgendwie 5 Teile, die, sagen wir mal, inhaltlich illuster zusammenpassten, ja. Sehr lustig. So, Senioren, wir müssen immer wieder auf Drucken hergerade holen. Nicht, dass wir es jedes Mal vergessen. So. Danke. Einen schönen Tag. Bitte. Auf jeden Fall, diese Tour hier haben wir auch ein bisschen Nächster Halt, Lört. Grabenstraße Ost. Hallo? Alter! Oh. Ah, ich sehe schon, hier müssen wir nochmal neu ran. Ja, also das war sehr lustig, weil man, wie gesagt, dann konnte man inhaltlich die Bestellung so zuordnen, also nicht dem Benutzer, wie gesagt, und anhand der Teile wurde es dann von oben nach unten gelesen immer interessanter. Ja, auch sowas mag mich durchaus unterhalten. Ist auch nicht böse gemeint, ich meine, das, der eine gibt eine Drogerie, der andere ruft jetzt bei Amazon, nicht? Das halt. Zwei Fahrkarten, bitte. Du bist aber auch besonders hübsch, gute Frau. Mir wurde übrigens auch vorgeworfen, ich sei sexistisch. Verstehe ich überhaupt nicht. Bin immer sehr nett zu Frauen. Außer in Spielen. Und die sind ja nicht echt, die Frauen in Spielen. Da kann man das doch sein. Oder muss man dann auch, weil es eine Frau im Spiel ist, muss man dann auch, das ist Gender. Die bekloppten Grünen sind ja gerade dabei, nächster vorzuschlagen, dass es nicht mehr. Königsstraße. Dass es da nicht mehr LeserInnen heißt. Also dieses mit dem, ne, Leser-Strich groß geschrieben innen. Sondern Leser-Sternchen oder so. Und streiten jetzt gerade, ob es dann Leser- oder LeserInnen-Sternchen sein muss. Oder Lese-Sternchen. Weil Leser wäre ja wieder nur das Männliche. Also ihr seht schon, wir haben... Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben einfach nicht genügend andere Probleme. Ich habe es ja, glaube ich, vor 1-2 Folgen schon gesagt. Ich warte auf einen sehr wichtigen Anruf. Da geht es um wirkliche Probleme. Geht es um die... ja, um die Zukunft eines geliebten Menschen, die sich jetzt gerade in diesen Stunden entscheidet. Ich muss in der Zeit halt aufnehmen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Ich bin sowieso schon auf Anschlag. Königsstraße. Tja... Und wir machen uns über Sternchen in Anreden Gedanken, weißt du? Eine normale Fahrkarte. In Syrien ist Krieg. So. Danke, mein Lieber. Bitteschön. Das hier haben wir aber auch nicht mehr. Bargeld für Jahre geschafft. Kann man demnächst dann alles nachkontrollieren. Da würde ich ja auch gerne... Ich verstehe nicht, warum wir bei manchen Themen auch so unkritisch sind. Freiheitsstraße. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Gibt so viele Themen, wo wir Deutschen eigentlich Firmen auf die Straße gehen müssten. So wie Franzosen, die gehen auch jedem Scheiß auf die Straße. Aber nein. Was wir alles mit uns machen lassen hier in Deutschland, das ist eigentlich unfassbar. Eigentlich kaum unglaublich. Also irgendwie sind seit dem Patch die Bremsen ein bisschen mehr kaputt. So. Jetzt bin ich jedenfalls mal gespannt, und zwar sehr gespannt darauf, wie das jetzt gelaufen ist mit dem Typen... mit der Strecke, wo wir keinen Fahrer drauf hatten. Nee, anders. Mit der Strecke, wo wir Fahrer zwar drauf hatten, aber eigentlich keinen Bus hatten. Oh, wir haben nicht geblinkt. Also, wir müssen eh diese Strecke nochmal fahren. Seht ihr auch hier. Die folgende Fahrerin in der neuen Fahrschule sagt... Oh.
Wenigstens haben jetzt alle Busse Werbung. Genau. So, gucken wir mal. So, letzte Runde. Tatsache, die fahren die Strecke mit einem Bus und mehreren Fahrern. Das ist aber kaputt, oder? Das kann doch nicht sein. Wie können wir jetzt prüfen, ob das wirklich, wirklich, wirklich richtig ist? Nehmen wir mal Strecke 6 und setzen da zwei weitere Fahrer drauf. Ich meine, die kosten ja nichts hier. Einstellen. Einstellen. Das wäre ja echt ein Witz. Das wäre ein schwerwiegender Bug. Das gibt gar keinen Sinn. Aha. Du hast nicht genug Busse für die Anzahl der Strecken, denen du Fahrer zugewiesen hast. Kaufe mir Busse oder entferne FahrerInnen von den Strecken. Hä? Verstehe ich nicht, dann hätte ich doch eben jetzt auch nicht selber fahren können. Es ist echt sehr irritierend. So, lass uns mal mit den Bussen gucken. Also, wir brauchen Busse ab welches Baujahr? 2010. So. Brauchen wir den noch, den Ziehharmonika-Bus? Nee, ne? Lalalala, Pendlerstrecke, Reizwürsche, Zugang, lalalala, Bus, blablabla. Nee, brauchen wir nicht mehr. So. Das heißt, den hier können wir verkaufen. Der ist nämlich unnötig teuer. Und wir brauchen Busse ab 2000. Da, ja. Gut. Gut, stimmt, dass ich dich erreiche. Dies ist das Sahnehäubchen. Der letzte Schritt auf dem Weg zum Thron des Buskönigreichs. Du hast Zugang zur ganzen Stadt. Jetzt musst du nur dafür sorgen, dass es der Bürgermeister nicht bereut. Ein Bekannter meines Cousins, der bei der Stadtverwaltung arbeitet, hat mir erzählt, dass sie den Tourismus in der Stadt fördern wollen. Niemand sonst weiß davon. Also ist das deine Chance, dich hervorzutun. Verschenke sie nicht. Wir sind also auf einmal in Köln, ne? Also ein Bekannter von einem Freund, von einem Bekannten. Besitze eine Touristenstrecke, die in Intervallen von 10 Minuten oder weniger und einer maximalen Dauer von 20 Minuten alle Sehenswürdigkeiten abfährt. Die 8 Sehenswürdigkeiten sind sogar diamantförmigen Zeichen. Besitze eine schnelle Strecke, Intervall von 10 Minuten oder weniger, maximale Dauer von 20 Minuten, eine Haltestelle in jedem freigeschalteten Bezirk, maximal 7 Haltestellen. Okay. Sorge dafür, dass 90% der Fahrer, aber hohoho, Schlüssel zur Stadt. Gibt immer nur einen Fahrer zu wenig. Zu viel. Kriegen wir aber hin. Gut, also, blöd gelaufen. Hätte ja klappen können. Versuch was wert. Neuling. 6 von 7 Bussen. So, auf diese neue Strecke würde ich sagen, die bauen wir um in die Touristenstrecke. Die Intervallen von 10 Minuten oder weniger und der maximale Dauer von 20 Minuten alle Sehenswürdigkeiten abfährt. Die Sehenswürdigkeiten sind Diamant. Hat er gesagt, ne? Diamantförmige Zeichen, genau. So, alle Sehenswürdigkeiten. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das Ganze gerne mit rechts fahren. Gut. Was war noch die Auflage? 8 Sehenswürdigkeiten.
Gut. Diese ganze Planerei machen wir in der nächsten Folge, liebe Kinder. Bis dahin sage ich besten Dank fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Dann versuchen wir mal hier die Diamanten miteinander zu verbinden. Bis dann, macht's gut, danke fürs Zuschauen. Tschüss.